Freunde, Prost. Das wird einmal diesmal ein kleines Labervideo werden. Vielleicht so ein kleines Kanal-Update. Ja, viele haben es in der Vergangenheit schon bemerkt. Ich kann mir einfach alle Kanäle, die Videos nicht mehr anschauen. Das ist eigentlich im Augenblick schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht nicht. Da geht Zeit auf. Das ist grenzenlos, kann man das nennen. Ja, und leider ist es natürlich auch so, dass man, ja, ich bin zumindest der Typ, ich schaue mir ein Video von vorne bis hinten an. Ich bin nicht einer, der da dauernd skippt und weiterspringt und das, da brauche ich mir das Video gar nicht anschauen. Also das ist nicht mein Ort. Entweder ich schaue mir es komplett an und dann gebe ich auch meinen Kommentar dazu und oder quasi mein Senf und das war's. Nur hält natürlich das Kommentieren auch wahnsinnig viel auf. Die Leute, die mich kennen, wissen, da steht nicht nur zwei, drei Worte, da stehen meistens zwei, drei Sätze drinnen. Und auch auf das Thema vom Video bezogen. Und das ist ja von der Zeit her einfach nicht mehr zum Backen quasi. Es ist auch so, dass ich Messervideos wirklich schon lange nicht mehr schaue. Ich konzentriere mich wirklich auf die Videos mehr, die mich interessieren. Ja, ich schätze, das machen alle anderen ja auch. Und diese Messervorstellungen, ich bin nicht der Messerfreak. Ich habe zwar meine 5, 6, 7 Messer, aber ja, im Endeffekt greife ich immer meistens zum selben. Und für mich ist ein Messer quasi ein Werkzeug und nichts für die Vitrine oder so. Das ist, ja, daher mag ich vielleicht diese Kanäle, die ich vorher immer geschaut habe mit Messervorstellungen, Review, entschuldigen, dass ich die nicht mehr so anschaue, aber das ist, ja, es interessiert mich quasi einfach nicht. Ehrlich, meine Meinung, so ist es. Mich interessieren vielmehr Touren, ein paar Reviews von Ausrüstungsgegenständen und dergleichen, wobei mich eigentlich Touren ja noch am meisten interessieren und da gefällt es mir, wenn man da vielleicht eine kleine Vorstellung macht. Man hat, was hat man dabei, was ist im Einsatz? Sowas kommt an meiner Meinung nach viel besser an, als wie halt, ja, eigenes Review drüber. Ja, ist alles gut und schön, aber so sehe ich ein bisschen eine Tour, so stellt ein bisschen einer sein Geschirr vor oder sein Gier oder sonstiges und läuft seine Tour weiter. Ja, der nächste Schritt ist natürlich das Kommentieren von meinen eigenen Videos. Das nimmt natürlich auch verdammt viel Zeit in Anspruch. Ja, wie ihr bemerkt habt, in letzter Zeit geht es wieder dahin, also bin wieder öfters unterwegs und somit gehen mindestens zweimal in der Woche Videos raus. Das ist Dienstagmittag und Freitagsmittag. Und ja, da sind oft hunderte Kommentare und das geht sich für mich auch einfach nicht mehr aus zum Kommentieren. Ich hänge da so hinten nach. Ich lese zwar wirklich jeden Einzelnen, das mache ich schon. Ich gebe auch einen Daumen hoch oder ein Herzerl, dass man weiß, ich habe das gelesen. Also da wird nicht einfach nur durchgeklickt, das mache ich auch nicht, das ist nicht mein Ort. Und wenn natürlich Fragen sind, das wird beantwortet, das ist weiterhin klar, aber ich möchte mich gleich auch jetzt an dieser Stelle entschuldigen, falls da in Zukunft noch weniger Antworten kommen auf meine Videos, auf eure Kommentare, aber es geht einfach nicht mehr von der Zeit her. Wenn man sich das heute anschaut, die was YouTube-Videos schauen, die wissen das, es kommt mindestens pro Tag 4, 5, 6, 7 Videos heraus. Im Augenblick dauern ja die Videos ja schon fast von einer Tour, ja, ist ja schön und gut, 20, 30 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde. Ja Freunde, wenn das drei Videos sind, sind das drei Stunden weg, allein nur zuschauen. Es ist einfach verdammt hart, der Beste zu sein, quasi. Nein, Spaßerl, aber so viel nur dazu, dass ich
vielleicht keiner mokiert, dass ich nicht mehr so viel kommentiere. Es gibt auch etliche Videos, die habe ich mir angeschaut, ich kommentiere es nicht, mein Däumchen gibt es sowieso immer, spring schon weiter zum nächsten Video, schauen wir das an. Aber es ist halt einfach so. Und ich glaube, es wird mir jeder recht geben, die Zeit ist heutzutage schon ein riesiges Kapital. Und da gehe ich ehrlich gesagt lieber da heraus, und wenn ich nur 10 Minuten von daheim entfernt bin, und setze mich eine Stunde hierher und habe hier quasi ein bisschen Entspannung. Dann geht es sowieso wieder heim, Videos schneiden, Videos schauen, Videos kommentieren. Also. Ja, Freunde, in dem Sinn, das war eigentlich mein kleines Anliegen an euch, was sich da vielleicht ein bisschen noch mehr ändern wird. Und ich bin natürlich auch keinem böse von einem Messerkanal, der bei mir nicht mehr reinschaut. Also, ich habe da vollstes Verständnis, weil ich ja selber weiß, wie es mir selber geht. Also, und Zeit hat sowieso keiner. Auch nicht Pensionisten. Ich weiß das. Jo, in dem Sinn kann ich mich nur herzlich bei euch bedanken, dass ihr immer so dabei seid. Also seid wirklich, bin stolz auf jeden Einzelnen von euch. Mache meine Videos immer noch gerne. Investiere natürlich auch immer in die Ausrüstung von meinem Geld, damit die Videos gut ankommen. Lass mir auch immer wieder ein paar Tricks einfallen. Auch Videotricks und so, jo. Ich bin halt nicht so der Perfektionist in diesen Sachen. Aber watch else, würde man sagen. Gut, Freunde, in dem Sinn, ich sage einmal danke, dass ihr mir die paar Minuten zugehört habt. Ihr wisst jetzt, wie es weiter ablaufen wird in etwa. Und sage einmal danke. Und mein altbewährter Spruch an alle: Servus die Malen und viert euch die Buben.